bevor das Video beginnt, lasst doch als erstes gerne erstmal ein Abo da. Wir sehr, sehr gerne, um mich zu supporten, meine Maps. Für den allerbesten Practice einfach nur Reason eingeben oder die Map Codes, die jetzt im Screen eingeblendet sind. Codes findet ihr auch nochmal unten in der Beschreibung. Wer der Code Reason7 im Item Shop nicht vergessen. Und jetzt viel Spaß beim Video. Okay, easy. Erstmal so. Genau. Erstmal bei dir. Mods ändert mal Titel, also aber trotzdem 24 Stunden streamen lassen. Aber beide. Nicht zu gierig. Ja. Oh, ich habe irgendwie einen 5000er Hit bekommen. Ja, das ist Angelo, der ist heute, nee, gestern rausgekommen. Der ist ein bisschen OP. Alter, der ist ja richtig OP. Ja, ja, der macht viel Damage. Ja, RIP. Okay. Ich probiere mal einen anderen Brawler zu spielen. Ich versuche mal ein bisschen. Weil ich merke gerade, wir werden jetzt viele Angelos facen. Der ist sehr, sehr stark aktuell, der Brawler. Ja. Der one-shottet dich halt, ne? Also. Okay, okay, okay. Warte, ich verlass mal. Er hat nichts mit Tier 1. Okay, welchen. Soll ich auch einen anderen spielen, oder? Nee, brauchst du nicht. Also Leon passt schon. Okay, okay. Einfach Leon. So, ich pay den jetzt einfach extra für dich und dann spiel ich den auch. Oh, perfekt. Ja. Ist man so. Gibt's denn Brawl Stars so richtig Earnings und sowas? Snack. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt Worlds und so, gibt's alles. Kannst du auf jeden Fall mit E-Sport gut Geld verdienen. Okay. Das geht schon. Nicht so viel wie in Fortnite, aber ja schon. Ist auf jeden Fall möglich. Okay, 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 okay. Oder gib mir kurz eine Sekunde, ich muss ihn kurz maxen. Ja, ja, das tut. Digga, Chat hat er. Ist der reich? Ich weiß jetzt nicht, wie ich so Menschen das frage. Ich wollte sogar. Ist der reich? Soll ich mal fragen, ob er einen Creator-Code hat? Hast du einen Creator-Code? Nee, ich habe leider keinen. Ist das schwer, das in dem Game zu getten? Also so einen zu bekommen? Nee, eigentlich nicht, aber ich bin nicht immer sonderlich familienfreundlich und das mag Supercell nicht so. Also, oh. Ja, ja, aber du willst trotzdem einen bekommen. Du willst trotzdem, also. Nee, ich wurde abgelehnt. Ja? Echt? Ja, ich wurde abgelehnt tatsächlich. Ja, okay, das verstehe ich nicht ganz, aber interessant. Ja, nee, die sind da sehr streng, die sind da sehr, sehr streng. Okay. Ja, ich bin nie family-friendly. Das passt. Ich wollte schon fragen, ob du es bist. Aber. Nee, nee. Also jetzt gerade, weil ich auf YouTube streame, aber zur Not kann ich offline gehen, also ist auch kein Problem. Ja, das wird. Wenn mal eine Beleidigung rausrutscht, ist halt. Ja, lucky, aber. Ja. Also, ich versuche mich in Grenzen zu. Und davor warst du Clash Royale Pro, ne? Genau, ich habe relativ viele Spiele schon gespielt. Aber davor Clash Royale, ja. Und auch da so on top? Ja, Platz 1 Globalo, ja. Alter, was? Okay, eine Sekunde. Ich muss kurz Pocket watchen. Guck seine YouTube-Klicks, dann weißt du, wie reich er ist. Ha! Bro, der macht 600.000 auf einem Video? Sag Snake, dass man dich in seinem Stream nicht hört, schreiben Leute bei mir. Ach so, okay, Sekunde, mach ich. Jetzt geht's. So. Hier, gleich fertig. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Die neue Fortnite-Season kommt erst um 23 Uhr. 23 Uhr erst? Ja, die haben das verschoben um 8 Stunden nochmal. So, ah, perfekt. Bis dahin irgendwas machen. Und jeder meint, bist du lange live oder was? Ja, ja. Ich mach 24 Stunden Stream und jetzt muss ich halt durchziehen. Muss halt warten. Entspannt. Ja. Was, willst du jetzt so lange Brawl Stars spielen oder was hast du vor? Ja, ein bisschen Brawl Stars, dann ein bisschen Among Us, ein bisschen Valorant, einfach so. Ah, okay. Bisschen Variety, ja. Ja, alles Variety, klar. Ja. Und Brawl Stars ist im Moment wieder richtig im Hype, ne? Ja, jetzt so seit Ende letzten Jahres ist das nochmal richtig durch die Decke gegangen. Aber warum? Weil so kranke Updates kamen?
Updates waren sehr gut, ja. Also kontinuierlich gute Updates und dann geht so ein Spiel auch wieder viral. Krank. Krank, krank, krank. Ja, stimmt, Chris. So, Chat, neue Fortnite-Season kommt um 23 Uhr. Ich hoffe, ihr seid dann trotzdem alle da. Epic Games hat das Ganze verschoben, weil die ein Riesenproblem hatten mit dem Client. Und Leute konnten sich, basically haben es gestartet, sie haben einmal alles auf Hex getestet. Wings. Und jeder könnte rumfliegen und alles war kaputt, alles. Und bis 23 Uhr kommt die neue Fortnite-Season. Und da werde ich mache sowieso einen 24-Stunden-Stream, deswegen lasst schon mal ein Follow da. Und deswegen auch noch Battle Pass Giveaways kommen. Das heißt, seid ihr da, wenn ihr auch einen Battle Pass haben wollt und sowas. Und ja, ganz genau. Warte, Bruder. Am Einzelchat, wenn ihr für die neue Fortnite Season natürlich auch da seid. Mach bereit. Soll ich bereit machen? Ja, ready, wenn du es bist. Okay, easy. Können wir auch mal so dein Edo spielen? Ich will mal gucken, wie das so ist, ob ich da vielleicht... Können wir gerne machen. Okay. Können wir gerne machen. Ja, erstmal kurz hier austoben und dann können wir... Machen wir. Ja, wo du angezeigt hast, wichtigsten. Hast du schon mal davor Bros hast gespielt? Ja, tatsächlich schon. Also ich spiele es im Moment immer so... Also ich bin jetzt auch nicht ein kompletter Noob. So, auf PC ist nochmal ja. Ein bisschen komisch. Aber ich habe schon ja. Mal so... Am Anfang, wo es rauskam, habe ich ein bisschen gespielt. 2018 so, ne? Ja, ja, so wirklich lang, lang, lang her. Da hast du bestimmt Star Shelly, oder? Ja, ja, hab ich. Sehr nice. Ja, der Bro ist absolut OP, also das... Ah, der ist ja richtig schlecht. Da können wir jetzt richtig durchstummen. Ja, der ist... Achso. Okay, lass mich den letzten holen. Ich hab ja, das, mach das. Yes. Oh, oh. Du willst mit dem Brawler, den du da spielst, machst du mehr Schaden im Nahkampf, ne? Also umso näher du dran bist, umso mehr Damage musst du. Ja. Er hat revived. Sag, wenn du Hilfe brauchst. Ja, der hat rebootet. Ja, okay, warte, einen kill ich eben. So, jetzt. 1v1. Ist übrigens ein Bot, Bro, also ist KI gerade. Okay, danke. Ich versuch mal erstens. Du packst das. Hab ihn! Sehr gut. Ah! Oh, noch. Warum passiert das? Achso, der ist wieder respawned. Die respawnen immer noch 15 Sekunden. Wieso sind das Bots? Ich glaube, wir spielen jetzt 3-4 Runden nochmal gegen Bots, weil mein Brawler gerade auf 0 Trophäen ist, aber gleich kommen richtige Gegner. Oh. Oh. Deswegen waren die auch so schlecht. Genau, also es waren alles KIs. Ja. Ich dachte, ich habe gerade durch die Runde gestompt, geil. Oh, jetzt sind es echte Spiele. Oh, okay. Woran erkennt man das? An den, direkt am Anfang, an den, dadurch, dass sie ranked sind. Bots sind nicht ranked. Ja, der ist ja wirklich richtig OP. Und man kann sich hier einfach so durchkaufen, oder was? Komplett? Es ist nicht so pay to win wie Clash Royale, aber es ist... Schon schlimm. Ja, also man muss schon ein bisschen Geld ausgeben, auf jeden Fall. Okay. Ein OP? Hab ich. Let's go. Okay. Ich push den hier mal. Mach das. Oh, der hat auch den du hast. Ja. Ja, der one-shot dich, da musst du aufpassen. Oh. Wie viel hast so ein Sniper. Wie viel hast du so ausgegeben für Brawl Stars gesagt? Also so 3.000 bis 4.000. Tschüss! Seit 2018. Obwohl, das kannst du mit Fortnite bei mir auch hin. Ja, kannst du auch von der Steuer absetzen. Naja, das schon. Okay, ich hol mir den letzten. Und jetzt bin ich unsichtbar, oder was? Genau. Aber nur, bis du an dem dran bist. Jetzt sieht er dich, genau. Alter, und dann ist der richtig stark! Ja. Alter, Digga, ich hab mir Insta getötet. Fuck. Alter, stark! Wir stormen hier durch die Lobbys. Ja, jetzt läuft's.
Ja, der Brawler ist noch ein bisschen broken, der wird jetzt demnächst genervt. Ja. Ist ein bisschen zu OP. Das hast du ja bei Fortnite auch, oder? Da kommen ja, also ich kenne mich jetzt nicht mehr so gut aus, aber da hast du doch manchmal so Items, die viel zu stark sind, oder? Ja, komplett. Das gab's schon ganz oft. Passiert gefühlt jedes Mal und dann werden die entweder rausgenommen oder Fortnite macht einfach gar nicht. Meinst du, die machen das extra oder? Ja, ja, hundertprozentig extra. Hundertprozentig. So für Aufmerksamkeit. Aber viele Leute spielen, ne? Ja, ja. Elder fängt mit 27 Navi. Von einem Busch. Und das jetzt wieder ranked oder sind wir jetzt hier wieder gerade gegen. Das ist ranked. Okay. Oha, du. Digga, das, der ist ja echt krank, der Brawler. Wie viel kostet das, damit ich ihn durchmax? Oh, das kann ich dir jetzt so genau gar nicht sagen. Aber muss dir dein Chat sagen, das weiß ich jetzt nicht genau. Na, 50, 200 Euro. Prime Chat. Bist du auch bei der Weltmeisterschaft? Nein, nein. PC-Spieler dürfen nicht mitspielen, ne? Also ist only mobile. Ja, das ist ja krank. Ja. Fuck. Aber ich hoffe ja, dass Bros das irgendwann für PC rauskommt, weil Clash of Clans und Clash Royale gibt es ja mittlerweile auch schon auf PC. Ja. Das wäre schon. Und hat es irgendeinen bestimmten Grund, dass du nicht einfach auf Handy gehst? Ich bin jetzt schon auf PC eingespielt, also ich habe jetzt jahrelang über PC gespielt und habe relativ wenig Lust, mich jetzt auf PC einzugewöhnen. Ah, ja, okay. Oh mein Gott, die One-Shotten halt ehrlich fast. Ja. Noch einen. Nice. Hab noch einen. Noch einen. Dead. Hab den letzten. Okay. Nein, das war ein Spaß. Ja, okay, ich komm mal. Du heilige Scheiße. No. Okay, das hast du. Ah, schade. Egal, zweiter Platz, gibt auch Plus, gibt auch Plus. Ja, ja. Das passt. Digga. Das Supercell da so streng ist, so mit Family Friendly, ist crazy. Also Fortnite ist da gar nicht. Ja, true. Bei Fortnite kriegst du ja irgendwie mit 1000 Followern oder so, kriegst du ja schon Creator-Code, ne? Ja, ja, da kriegst du ihn richtig viel. Und wenn du da, also, man muss schon hart beleidigen, also so, man muss schon Leuten echt so was Schlimmes wünschen, damit du keinen Creator-Code bekommst. Ben, danke für dritten. Ja, ist aber schade. Also, ich meine, die Content-Creator machen das Spiel ja so lebendig. Bin tot? Nein. Ja. Wie kannst du jetzt zum Beispiel rebooten? Achso, ich komm zurück. Automatisch, genau. Okay, ich warte mal auf dich vielleicht. Ja, ich glaube, du bist tot. Ja, wird schlecht aufbauen. Oh, Maschine? Ah, oh. Pass. Aber war pass. Knapp. Ja, aber war gut, war gut. Da ist Potenzial. Ja, ich werd Boss aufbauen. Mal wieder ein mit Zapkift. Ich will gleich einmal auf dein Elo gehen. Ich glaube, da ist ja vorbei. Also, da ist ja komplett over. So, yo, können wir eben machen? Ich logge mal eben auf Main-Account. Ja, easy. Ich schreib dir den Code über Discord dann. What the fuck, wer ist das? Klingt sagen ein halbes Jahr, Bro. Wie kann man Brawl Stars auf PC spielen? Ich hab über BlueStacks. Hast du das auch über BlueStacks, das Game? Also Safety Reasons sage ich jetzt mal nein. Ich spiele natürlich auf Tablet, ne? Also. Ach so, ja klar. Genau. Ja. Alex, sagen wir den dritten. Der Code geschrieben. Okay, warte. Den darf ich wahrscheinlich nicht leaken, ne? Nee. Okay. Ach, ich hab den schon geleakt. Sekunde, sorry. Ich schick dir nur. Ich hab den geleakt. Okay, easy. Oh, wer ist das? Oh, Chat, hör auf, mir nachzujoinen, die Opfer. So bin ich ganze nachzujoinen. Das ist bei Brawl Stars ganz schlimm. Also wirklich ganz schlimm. Ja, schon.
Sind instant alle. Ich kick einen, der nächste kommt direkt. Tough as nails, hard as a rock. Also ich habe eine 20 Winstreak, die wird jetzt vorbei sein. Also dann warte mal, ich break jetzt deine Winstreak? Ja, aber das ist nicht schlimm, die kann ich, die baue ich wieder auf, alles gut, kein Problem. Okay. So, also, Alex, denk mir dritten. Ahnung, jetzt wird's richtig pervers, also nur, dass du Bescheid weißt. Geht's jetzt so ins Endgame und so? Ja, das will ich jetzt. Also ich denke, wir werden relativ schnell rausfliegen, vor allem, weil ich keine guten Brawler hier habe. Aber Moment, ich probiere mal hier, den Besten zu spielen. Ich tilt jetzt extra, richtig schön hohen Brawler für dich. Literally. Höchster Rang, geht's. Hashtag 1, aktueller Rang, Hashtag 1. Ach du Scheiße. Ich bring dich auf Top 10. Jen Hausang mit dritten. So, und in Fortnite bist du, habe ich gehört, einer der besten Spieler der Welt, ne? Ja. Ist das richtig? Ja. Das ist krass. Also Fortnite ist ja auch nochmal, zwei Ligen über Brawl Stars oder so ein Mobile Games, ne? Also ist schon, das ist schon wirklich ja, krass. Fortnite ist geisteskrank. Also ist das crazyste Game so auf all time. Also ich muss auch sagen, auch wenn ich auf Fortnite hate und so, man kann sich das Game manchmal gefühlt nicht mehr geben, wenn man spielt, aber trotzdem ist es wirklich das beste Game. Also ich kenne kein besseres Spiel als Fortnite. Wenn ich andere Spiele jetzt spiele, Brawl Stars und sowas, so Mobile Games sind ganz nice, aber jetzt zum Beispiel so Valorant und so, die sind alle 200 mal langsamer. Ja, verstehe. Also ich finde Fortnite auch deutlich besser als Valorant oder so. Ja. Okay, ich vertraue dir jetzt mal. Ich mach mal nicht so, so viel. Ja, ich gehe mal in den kompletten Schwitzer-Modus und red nicht so viel. Ja, ja, das ist gut, mach dein Ding. Ich hab das hier. Übrigens, die teamen jetzt auch auf dieser Elo, ne? Also, wir machen das nicht, weil wir sind ja keine Pussys. Ja. Aber die drehen sich und spielen dann teilweise 6 gegen 2 gegen dich. Nur, dass du so Bescheid hast. Oh, das ist ja übel geil. Das ist schon ekelhaft. Starfix in Game. Schreiben Leute, wer ist das? Glaubst du, ich werde one-shotted, wenn ich jetzt von so einer getroffen werde? Nee, one-shot nicht. Oh, hab noch einer? Ja, ich versuch mal. Oh, noch einen? Jo, so. Hab auch. Dead. Hab noch einen? Dead. Okay, wir können ein bisschen chillen. Also, das ist jetzt nicht aggressiv spielen oder so. Okay. Chillen ein bisschen in den Büschen. Haben wir gute Ausgangslage? Ja, ne? Ja, wir haben viele Cubes. Also, die 7 auf deinem Kopf, das ist gut. Okay. Noch einen? Ich hab auch einen. Ich werde hier ein bisschen gekeept gerade. Okay, komm runter. Aber ich bin fein. Ich spray die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Ja. Oh, der versucht. Hier hinten wird jemand gefickt. Vorne Spiel. Oh, der ist rebootet. Oh, ich glaube, ich habe ein Problem. Nee, ich bin da. Ich bin nur in einer anderen Welt gerade. Also, ich bin gleich wieder da. Okay. Jetzt. Ich hätte die ein bisschen. Ja, sehr gut. Machst du super. Sehr stark. Sehr schön. Sind im Showdown. Ich bin unsichtbar. Oh, der Typ ist trotzdem der Goat. Hab ihn gelow. Nice. Hab den. Nice. Let's go. Let's go. Als ob wir das gewinnen. Wie gut ist das denn, Bro? Good shit. Aber dazu muss man sagen, du bist jetzt schon besser als, so würde ich sagen, 80% der Playerbase. Yes, sir. Das soll ich gerne. Ja, geisteskrank. Also hätte ich nicht gedacht, dass wir das gewinnen. Also, das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Newcomer. Nice. Greatest Newcomer of all time. Du hast 73.000 Damage gemacht? Genau. Also das liegt am Brawler. Also, der macht halt unfassbar viel Damage. Ja. Willst du mal auf der Elo spielen? Ja, gerne. Die war ja ziemlich easy. Ja, oh, ja, okay. Machen wir. Okay, let's go. Ich bin hier voll konzentriert, ich schwör. Ich bin so überfordert manchmal. Du sagst einfach dead und ich stehe da und mache einfach gar nichts so.
Aber es ist. Ja, an sich hast du es richtig gemacht. Also, du hast gut rotiert, ganz normal. Also, da musste ich jetzt auch nicht viel zu sagen. Also, bist jetzt nicht irgendwie dumm irgendwo reingelaufen. Also, alles top soweit. Danke. Bist besser als Trimax, aber sagen Leute, aber ich glaube nicht, oder? Ist Trimax gut? Nein, also. Nee, Trimax ist nicht so gut. Hast du schon mit Trimax gespielt? Das ist ja nicht schlimm. Nee, hab ich nicht, aber ich hab ihn ja spielen gesehen. Aha. Er ist halt mehr Entertain, ne? Ist ja auch okay. Ja, safe. Alter, dauert das lange, hier ein Game zu suchen, what the fuck? Check die Dead-Size Rotations! Sie sind aufgepaid! Ausrufezeichen Masterclass! Die man kriegen kann. Was hast du gesagt? Ist halt High Elo, kriegst hier die besten Spieler, die du kriegen kannst. Ah, also spiele ich hier gerade so gegen Top 20 der Welt. Das nicht direkt, aber. Ja, so Top 1%, Top 0,1% halt. Okay. Geisteskrank, what the fuck. Blacking, dann mit zwei der wichtigsten. Wie lange dauert das so on average on game? Meinst du mit Matchmaking oder jetzt nur spielen? Nee, jetzt nur mit Matchmaking, auch noch. Ach, mit Matchmaking? Wenn ich hoch spiele, kann das schon mal, also kommt drauf an, wie hoch, aber wenn ich ganz hoch spiele, dann kann das schon mal 15 Minuten bis 45 Minuten dauern. Also nur das Matchmaking. Alter! Ja. Jo Jonas Trio. Wer ist das? Ist der ist auch ein Goat? Jonas ist ein, der ist auch mehr Entertain, aber ist einer der größten deutschen Content Creator in Brawl Stars. Und Trio ist so, das ist ranked, oder was? Genau, das 3 gegen 3. Okay, da können wir gleich auch mal tryen. Ja, gerne. Das hab ich einmal gespielt, das war ganz okay. Aber halt auf einem guten Account. Ja, brauchst gute Mates, dann macht schon Spaß, finde ich. Habt ihr auch so Scrim-Chessens und sowas? Ich ja nicht, weil ich mache ja nur Content, aber ja. E-Sportler auf jeden Fall, die scrimmen jeden Tag. Krank. Okay, ja, das meine ich jetzt. Also jetzt werden wir wahrscheinlich 8 gegen 2 sogar spielen. Sieht so aus, als wären die zu 8. Alter, ich seh's. Das sieht ja richtig geil aus, Mann. Die gehen einfach alle auf uns. Let's go. Und die Leute werden nicht gebannt, oder was? Leider nicht. Also die gehören gebannt, aber die werden leider nicht gebannt. Frag mich nicht, warum. Ich weiß es nicht. Und du musst dir vorstellen, ich mache ja No-Teaming, ja? Es gibt ja Leute, die teamen die ganze Zeit in dem Modus und machen auch Content draus, weil das anerkannt ist von Supercell. Aber ich mache die ganze Scheiße halt noch mit No-Teaming, ja? Also ich drehe mich halt nicht mit anderen Leuten oder team mit denen, sondern spiele halt die ganze Zeit solo. Krank, Digga, krank. Ja, ist sehr frustrierend, aber wenn du gewinnst, ist halt absolut geil. Sagen wir, jetzt wird so ein High-Elo-Ding geben an Fortnite und da wird jemand teamen, dann wird er, glaube ich, instant gebannt werden. Das geht so schnell. Ja, ist ja auch richtig so. Alter, man merkt das aber auch ja richtig krank. What the fuck? Ja, also die ganze Lobby ist gegen uns. Vorbei, bin tot. Was sind das denn für Opfer? Die haben ja gar kein Leben, wirklich. Ja, ist wirklich so. Danke, dass du sagst. Digga! Ja, also das ist halt, ne, das ist halt High-Elo so. Und das muss ich mir dann noch ohne Teaming geben. Das ist ja geisteskrank, wirklich. Ja, das ist. Ja, Spike, ich bin down. Lass gleich mal, sag ihm so in 10 Minuten. Weil das würden wir jetzt eigentlich nur noch facen. Ich würde vielleicht lieber auf zweiter Account loggen. Ja, log mal auf zweiter Account. Gut, machen wir. Das ist ja krank, Digga. Das ist ja krank, ja. Okay, Jonas will Trio. Wollen wir sonst einmal auf Trio kurz raufgehen? Ja, gerne, klar. Oh, crap, irgendwie crasht mein Game. Ja, okay, easy. Ich schreib dir dann wieder einen Teamcode, ne? Ich hab Jonas in der Freundesliste, dann schreibe ich ihm den direkt auch. Flut euch mal später. Nee, wieder für T1. Chat, 16k View, obwohl ich nicht mal Fortnite spiele. Das nennt man Motion, by the way. Und hört auf, Digga, ich hab gerade gelesen, 10 Leute sind in Trimax-Chat gegangen und haben gesagt, er ist schlecht, Digga, Mods. Falls ihr irgendwelche Leute in Trimax-Chat seht, die da jetzt rübergehen und schreiben, er ist schlecht, bei mir einfach Permaband. Ich hasse sowas. Also einfach Permaban direkt. Dankeschön, dass ihr alle da seid. Wenn ihr das euch gemacht habt, lasst einen Follow da und Twitch Prime gerne. Okay, warte. Ist jetzt wieder ein neuer Freundescode? Ja, ne? Teamcode, ja, habe ich dir geschickt. Okay, perfekt, warte. Ich mach mal kurz das Ding aus hier. Prost. Okay, ich try mal kurz. I am
I'm the drama. Yes. Sehr gut. Gut, was würdest du gerne spielen? Also, wir haben Brawl Ball, das FIFA 22 auf Wish. dann haben wir Jam Grab, Basketball, Hot Zone und Knockout. Guck dir die Modis einfach mal an. Sind so. Was ist also das? Hot Zone und so. Ja? Hot Zone ist das so Trio ranked, oder? Das ist alles Trio, was ich gerade vorgelesen habe. Aber ist das so, ist das. Und Hot Zone ist aber so competitive, oder wie? Oder was davon das Competitive? Alles außer Basketball. Knockout. Also hast du Call of Duty gespielt? Ja. Okay, also Knockout ist Suchen und Zerstören. Hot Zone ist so, wie heißt das bei COD, wo du hier die Zone einnehmen musst, so eine Zone, wo du Punkte farmst. Kennst du den Modus? Ja, klar. Einfach Captain genau, Flag, basically. Ja, sowas in der Art, genau. Dann haben wir noch Brawl Ball, da musst du einen Ball einfach ins Tor schießen. Ja. Und Gem Grab, da musst du 10 Juwelen einsammeln und dann halt halten. Also das, worauf du Bock hast. Ja, wähl du einfach mal was aus. Ich bin eigentlich für alles down. Aber so Knockout ja, und Hot Zone höre ich eigentlich am besten an. Gut, so. Dann gehen wir Knockout. Aha. Und dieser Jonas hat einen Creator-Code, sehe ich schon. Da muss ich den gleich mal fragen, wie gut das ist. Jonas will call, ja. Hast du ihn in der Friendliste? Achso, ich füge ihn hinzu, Okay, easy. Musst du gleich nur nochmal annehmen, den Call. Ja, das heißt. Chat, ich hab die damals alle geguckt, ne? Ich will's nur kurz sagen. Was geht? Hallo. Moin. Wie geht's dir? Gut, dir? Auch gut. Bist du family-friendly? Ja, ich bin schon sehr family-friendly. Die machen so Edits mit mir, wo sie Deutschrap-Musik unterlegen. Oh. Okay. Also aus Spaß, ne? Also, ja, ich check schon. Okay, easy. Und du hast einen Creator-Code. Ja. Halt der rein? Das sind viele, ne? Also, ja, würde ich sagen. Wie viele User hast du auf deinem Creator-Code so ungefähr, wenn du das sagen willst? Ey, darf ich nicht. Aber es sind natürlich viele. Also ich habe gerade so 20 Millionen Views mit Videos und so 50 Millionen mit Shorts. Also Bros ist aktuell heftig. Yo, Jonas? Warte mal, was? Ja? Nimm mal Byron. Ja. Passt. I'm here to okay. So, Gadget. Extract. So, let's go. Hast du ein Lambo? Nee, aber ich fahre nicht so Autos. Ich hab kein Auto tatsächlich. Ja. Okay. Ja. Ja, ey, war ganz cool, mal was auch so zu machen, ne? Also ich habe mit Stamplay bisher was gemacht, so. Aha. Ja. Spielst du länger Fortnite? Brawl Stars? Ich hab's letztens mal wieder angefangen jetzt, wo es ein bisschen in den Hype gekommen ist. Ja, vor ja, 2018 ja. Hab ich ein bisschen gespielt, so. Ja, geil. Oh, beide down, okay, jetzt muss ich aufpassen. Ja, ich hab reingeschissen gerade ein bisschen. Ja, alles gut. Und das ist jetzt so First to Three? Oder Best of Three? Ja, genau, das ist immer Best of 3, okay, genau. Okay. Und wenn du tot bist du halt tot, ne? Du musst deswegen ein bisschen aufpassen. Ja. Angelo ist eine KI. Was sind KIs? Nur Angelo, also nur der Grüne. Nice, sehr gut. Also mit Leon hast du es da. Ich muss erstmal schauen, was du gleich hast. Theoretisch kannst du dich so unsichtbar machen. Ja, ich genau, und dann halt reingehen. Genau. Okay. Genau, jetzt kannst du reingehen. Ja. Hab ich? Oh, ich hab's getradet. Ist okay. Ja. Pass. Ist 1 gegen 2, ist fein. Achso. Oh. Nice, stark. Wie viele Aufrufe hat Jonas auf ihrem Video? Hast du auch gerade Rank gespielt, Jonas? Nee, gestern, Junge. Ich bin übel getiltet. Das ist ja geisteskrank. Ich war gerade in einer High-Elo-Runde mit Snake und das ist ja krank. Der Mann wird so krank zerteamt, das ist ja so obvious. Ja. Echt? Habt ihr Dings gespielt? Habt ihr Showdown auf hohen Trophäen gespielt, oder wie? Ja. Das stimmt. Einer haben wir sogar gewonnen. Das ist crazy. Medics haben nur zwei der wichtigsten. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Ja, ich hab auch wieder reingekackt. Ja, ist gut. Oh mein Gott. Nice, oder? Ja, jetzt nee, komm, 1 vs 1. Schaffst du. Ich kann nicht. Ich hoffe, ich hab einen Marker. Oh. Sehr ja, cool. Sehr schön. Wichtig. Geil. Also, ich bin mal gespannt, was ist denn so dein Profil?
Mal schauen. So gut bin ich jetzt nicht. Ey, oha, du hast 23.000 Trophäen. Du hast sogar eine 24er Streak gemacht. Hey, voll gut. Ja, also ich finde, ich spiele immer morgens, wenn ich aufwache und so, ja, schlafen gehe. Hast eh so ein Video. Warum hast du dich Mortis mit Teufel-Emoji genannt? Ich teile den Account mit meinem Bruder. Also, wie er das zusammen erstellt. Und, ja. Und er spielt drauf, ich spiel drauf. Alles klar. So. Schau mal, die Fortnite-Season beginnt jetzt erst um 23 Uhr. Dankeschön, Mama. Ja, um 23 Uhr, die haben das sehr delayed. Hm. Ist immer so oder ist es so Ausnahme? Das ist eine Ausnahme. Ah, okay. Danke, Mama. Also, die haben irgendwie, die hatten irgendein Problem. Ich hab mit so, ich hab so einen Kontakt. Alter, was macht der denn? Bei Epic Games? Der hat einen Free-Win gegeben. Achso. Und die haben irgendwie. Das ist ein Zuschauer. Das ist ein Zuschauer. Ja. Ja, ist eh krass. Also ich dachte auch nicht, dass wir bei Brawl Stars übel die langen Wartungspausen hätten, aber so bis 23 Uhr hatten wir jetzt noch nie. Ich glaube, es ist längst aber bis 18 Uhr. Ja. Das ist schon crazy eigentlich. Ja, eigentlich ist immer so bis maximal 14:30 Uhr, allermaximal war es, glaube ich, bis jetzt. Aber so, ja. Ich weiß nicht, die hatten irgendein Problem mit dem Client, dass Leute, dass die Leute nicht reinkamen und sowas. Und dann ja, ist es komplett delayed. Ja, okay. Vielleicht in One, ich chill mal kurz. Ja. Ab ein, 2 gegen 1. Ja. Oh. Du bist der Goat. Du bist der beste Spieler. Oh je. Ja, schaffst du. Angelo ist ziemlich krass, ne? Muss ich wirklich sagen. Ich habe gestern schon besser gespielt. Er ist der beste Brawler im Spiel. Echt? Ich habe ihn auf Platz. Jo, ich habe auf Platz 60 gepackt im Brawler-Ranking, ne? Ups. 60? Ja, keine Ahnung, Mann. Ich hab den 1000er-Push nicht so gut hinbekommen. Oh je. Hast du getrunken, okay. Jonas? 60? Ey, ich hab gestern 9-2 gemacht. Bei Legendary, ne? Das war ultra krass. Hast du mal Fortnite gespielt, Jonas? Ja, deswegen. Ich bin ja gerade live. Ich warte auf die Season gerade eigentlich. Ich wollte eigentlich live gehen. Ach so. Ne? Ja, ich mach gerade auch. Ich wollte eigentlich live gehen zur Fortnite-Season. Mhm. Und dann schreiben die Leute rein, ja, es dauert bis 23 Uhr. Ja. Ja, das fuckt extrem ab. Ja. Das ist halt echt übel los jetzt. Keine Ahnung, deswegen. Ja. Einmal 24 Stunden. Alter, und schauen 5000 Leute zu, das ist ja schlecht. Er ist ein Bug. Nee, ja, das ist echt. Das ist ja. Ja, genau, also versuch einfach mal so ein bisschen zu chippen, ne? So ein bisschen einfach deine Ulti aufzufarmen und wenn du einmal die Ulti hast, kannst du einmal immer reingehen. Okay, das ist eigentlich die Taktik. Ja, das macht eigentlich Sinn. Oh! War es euer Ziel, so Pro zu werden, als ihr ins Game gegangen seid, oder eher so Content Creator? Ja, Manu, du zuerst, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, also, ich habe eigentlich nur Just for Fun gezockt und habe irgendwann angefangen, ich dachte mir so, ich zocke dann kann ich auch nebenbei streamen. Ja. Und dann haben mir irgendwann viele Leute zugeschaut und dann habe ich es beruflich gemacht. Krank. Ja. Oha! Ja, ich habe mich Clash Royale tatsächlich angefangen. Ja, ich habe deine Videos damals geguckt. Echt? Oha, geil. Ja, damals, ich habe damals immer Clash Royale gespielt. Ja, genau, also dann weißt du wahrscheinlich, oder? Ich habe mit Clash Royale angefangen, ne? Ja. Ah, ja. Yeah! Jungs, der Win ist free. Hast du übrigens sehr gut gespielt. Danke. Ja, hast du wirklich gut gespielt, stimmt. Ich try hard gerade um mein Leben hier nebenbei. Also ich denke, wenn du hier bauen könntest, dann wird das ganz anders aussehen. Dann wäre es auf jeden Fall ein Free Win. Ich habe jetzt Ulti. Ich habe Ulti aus Versehen. Sehr gut. Ich bin noch nicht down. Ja, geh einfach rein. Muss mit den Stacheln ein bisschen aufpassen. Jo, ich werd weggefickt. Ja, ich kann healen. Oh, sehr gut. Ach, los, ich kann ja healen! Boah. Junge, ich hab Byron auf den letzten Platz gepackt im Brawler Ranking. Was sagst du? Sehr los, oder? Ja, also ich hätte wen anders gesagt. Irgendwie Hank oder so. Naja, deswegen. Sehr. Was hab ich gesagt, Chad? 3 gegen 2. Ich kann auch nicht chillen. Ja. Noch Ulti. Ah, ich bin auch gerade ein bisschen lost, ehrlich gesagt. Oh je. Das Problem. Machst du schon. Ja, klar schon. So, jetzt unsichtbar. Also, ja, ich hab schon gemacht, leider. Ja, stark, Mann.
Okay. Oh, Gadget, Gadget, Gadget. Achtung. Let's go. Sehr stark. Jürgen, danke für den 8. und Ficky, danke für den 3. Ja, ich meine, wir nur der Carry einfach. Ich gehe jede Runde so mit 0-2 raus. Ich muss mit dem Brawler switchen, Sekunde. Ja, KD sagt nichts, wir haben Reason. Passt schon. Try some snake oil extract, but I will buzz. Was kommt denn eigentlich im Fortnite? Das ist eine gute Frage. Also es gibt neue Städte, dann haben die jetzt eine Kooperation so. So, was ist das für eine Konvention, die sowas nennen, aber auf jeden Fall kommt so die griechischen Götter und sowas kommen ins Game rein. Sehr nice. Dann gibt's so Mythics und sowas, also die Season sieht richtig gut aus. Ausgefilmt auch. Dann gibt's halt jede Season FNCS so, wo man, das ist so das Main-Ding, Main-Turnier, das habe ich auch letzte Season fast gewonnen. Aber, oh fuck. Da war ich erster Tag erster und dann ist die nur 2 Tage und dann am zweiten Tag wurde ich overall dann siebter. Von allen oder wie? Ja, von allen noch halt. Krass, was kriegt man da? Wir haben 20.000 each gewonnen. Okay, krass. Das lohnt sich. Ja, das lohnt sich schon. Wir haben. Ja, Bull. Richtig. Ja, ich habe ja damals auch so Clash Royale Esports versucht. Das Ding ist, man hatte bei Clash Royale halt irgendwie nie was gewonnen. Keine Ahnung, deswegen. Wie ist denn so das Preisgeld? Das Preisgeld ist so. Ja, wie viel gibt es jetzt in Fortnite? Ich glaube, es sind so. Dieses Jahr sind es, glaube ich, so. 8, 9 Millionen und letztes Jahr waren es, glaube ich, 10 Millionen. Crazy. Oh, wow, das Fortnite ist schon noch gut. Ja. Ich meine, das ganze Jahr, Chat, aber nicht das einzige. Nice. Ich glaube, das waren 6 Skills. Troll ist. Junge, du Carries ist einfach komplett alleine, hä? 6-0 einfach. Ich helf. Ja, ist crazy. Ja, heute mal ein bisschen extra Fokus. Besonderer Stream. Du bist schlecht, Jonas. Ey, was soll ich machen, Mann? Byron fühle ich wirklich gar nicht. Oh yeah. Und dann gibt's noch sowas so. Saudi, da, also dann gibt's noch so ein Saudi-Arabien-Turnier, das auch immer so 2-3 Millionen meistens. Boah. Also, Saudi-Arabien-Turnier. Ja, das gibt's auch bei so LOL oder so. Oder bei Dota gibt's, glaube ich, auch sowas, ne? Ja, die stecken so viel Preis rein. Das ist das Gleiche, das ist Gamers 8. Also, das. Fortnite hat schon echt viel Preisgeld, aber die Leute beschweren sich trotzdem, dass es weniger geworden ist, weil es war halt echt mal in einem Jahr 100 Millionen, ne? Also. Echt? Ja, waren, hä? Ja, als World Cup war. Ich glaube, es waren 100, ey, oder? Ja, das war geisteskrank. Ja, aber wir haben jetzt gerade 1 Million Preispool, zum Beispiel in Brawl Stars oder in Clash Royale, glaube ich, auch so. Ja, das Schlimme ist halt am Fortnite, ich weiß nicht, wie das in Brawl Stars ist, aber in Fortnite ist es so, dass so, egal wie viel die Community kauft, das Preisgeld geht davon nicht hoch. So, gibt's hier irgendwie sowas, ja, gut, wie so 100 Millionen hat, ist halt schon krass genug, sag ich ehrlich. Ja, safe, aber jetzt so, oh zum Beispiel Gott, in Valorant gibt's ja so Orc-Skins und dadurch geht ja das Preisgeld auch so hoch. Ja. Ja, okay, das ist wirklich krass. Ich will. Ja, ne? Ja, wenn wir das gewinnen, ist krass. Das musst du jetzt gewinnen. Das hast du, bin ich mir sicher. Ey, das wäre jetzt krass, wenn das irgendwie. Ja, schade. Ein bisschen zu wenig Zeit. Snake Oil Extract. Ach, alles gut, selbst wenn wir verlieren. Halb so wild. Wie Kato ist im Fortnite-Chat? Streamst du schon Reason? Ja. Ich habe einen 24-Stunden-Stream heute Morgen um 10 Uhr gestartet. Nee, wie lange? Also generell so. Ja, von wann angefangen? Vor so 4 Jahren, glaube ich. Also davor habe ich auf YouTube gestreamt. So mit 12 oder so. Und dann irgendwann mit 13 bin ich dann auf Twitch. Und da hat es direkt eigentlich ganz gut angehört, also erstmal schlecht und dann erstmal gut, erstmal schlecht und dann gut. Und am Anfang wurde ich gecancelt direkt, wo es losging. Was gemacht? Oh mein. Im Trimax Studio habe ich, war ich erster Platz und dann kam da, ich weiß nicht, kennt ihr Robnik? Nee. Das ist so ein Fortnite, der war damals Pro und ist jetzt so Content Creator. Und den habe ich dann halt richtig hart beleidigt einfach. Und da war ich halt so 13. Und dann richtig ausgerastet. Und dann hat's halt so, und genau in dem Moment hat Trimax mich geradet. Und dann habe ich ihn auf einmal komplett beleidigt. Und dann hatte ich auf einmal vor 5000 Zuschauern, habe ich auf einmal einen Pro beleidigt. Ist halt nicht so gut angekommen. Oh je. Yeah. Gut. Und Chat, was labert ihr? Oh, sowas muss ich ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht. Ich bin aber doch eher insgesamt ruhig, deswegen. Ja, ich bin eigentlich auch ziemlich ruhig. Nein, eigentlich gar nicht. Also, ich bin so
Fortnite mit so schon sehr schlimm, würde ich sagen. Ich war auch ganz schlimm, aber ich konnte nicht. Ja, ich muss auch gerade sagen. Aber ist besser geworden. Ja, ja, bei mir auch, ehrlich, also. Da gab es schon ein paar Sachen, die mal passiert sind. Ja, kenne ich. Gibt sogar Videos von mir. Ja, ja, von mir. Ah, was? Ja, nee, also ich finde eigentlich du super ruhig. Also keine Ahnung, Mann. Ich habe die Videos auch gesehen von dir so. Ja. Aber keine Ahnung. Ja, nee, ich meine das von Snake. Von Snake. Ich weiß nicht, von dir ehrlich gesagt. Ach, mich findest du was? Ja, also keine Ahnung. Also so seit ich auch mit dir im Call war oder so, ich habe dich noch nie irgendwie ausrasten sehen eigentlich tatsächlich. Aber ich habe die Videos dann gesehen, ja. Ja, manchmal auch ein bisschen für die Show, ne? Aha. Der pusht mich komplett eine. Achso, ich vergesse mal, dass ich healen kann. Oh mein Gott. Ich bin gerade so lost, wirklich. Das ist the same. Die Kato drin, Chat. Ey, ich hab wirklich so gar keinen Kampf. Okay, okay. Das ist wahrscheinlich. Ah, wobei, da kommt dann bestimmt die Medaille raus, wenn du den Boss trittest. Boah, der Thron, zeig mal den Thron. Okay, das, das ist crazy da drin. Kann man bestimmt auch abbauen oder so. Er schaut Video. Er ist doch mit ihm im Call, oder? Okay. Hier kann ich das zum Beispiel abbauen. Ah, okay, 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 ja. Okay, dann ist in China ein Call? Halt's Maul! Wieso schreibt China mir nicht? Rechts jetzt? Nee? Ja, ja, okay, okay, okay. Chat, soll China uns gleich auch eine Tour in-game geben? Ich weiß nicht, wie ich ihn Metz sicher rausbekomme. Naja, das, ja, das ist genau, das glaube ich. Oh. Er macht sowieso Variety, also er wird auch gleich andere Spiele spielen, denke ich. Ja. Jetzt gerade einfach nur ein bisschen Just for Fun so. Ach so, okay. Ja, also wenn es passt, 662. Achso, ja, Jonas hat gefragt, ob du irgendwie Ziel hast oder so, ob du irgendwas Bestimmtes erreichen willst oder so. Ich würde gerne Urus fahren. Korrekt. Ah, ich habe eine Idee, wir könnten Ranked spielen eigentlich mal. Also ja, richtiges safe, Ranked. Safe, das ist gut. Aber ich bin mythisch 1 gerade, ne? Ja, dann lock um. Ja, okay, Sekunde. Das wird schon besser. Code ist ja derselbe. Ja, ja, ja. Ich hoffe, Rezone liegt den nicht gerade. Ah, doch, nee. Er liegt den, ja. Braucht ein neues Team. Mann! Kein Problem, nicht schlimm. Unlucky, 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 passiert. Es gibt auch sowas wie Codes in Fortnite, oder? Glaube ich. So Lobby-Codes und sowas. Es gibt so Custom-Codes, aber wenn du die liegst, dann. Das ist noch nerviger. Dann musst du. Dann bist du da wieder ein Custom-Game voll, da ist das schon nervig. Ach so. Habt ihr so richtige. Also habt ihr so Ziele? Geld verdienen. Nochmal? Geld verdienen. Gutes Ziel. Look at my fabulous wings. Nice. Und du, Jonas? Boah, ich weiß nicht. Also, ich habe ja vor. Ich mach's auch echt schon lange, ne? Ich mache jetzt schon seit 6 Jahren YouTube, ne? Ja. Ne, 7 bald. Ja. Ich habe halt mit so 16 angefangen. Und da hatte ich halt irgendwie mal den Traum, mal 50.000 Abos zu erreichen. Das war so ein Traum. Eigentlich. Ja, keine Ahnung. Und dann waren es halt irgendwann 100.000 und 200.000, 300.000. Ja. Und keine Ahnung. Also, Brawl Stars aktuell ist halt, fühlt sich halt so irreal an, ne? Die ja, ganzen so, Zahlen. Ja. Ja, komplett, komplett. Ja. Und ich will jetzt halt dieses Jahr die Millionen knacken, auf jeden Fall. Also, ich mache gerade so, letzten Monat, glaube ich, 80.000 Abos auf YouTube gemacht. Ja, das ist ja krank. Das ist halt krank, ne? Also, das ist so das Ziel halt, ne? Also, ja, mal schauen. Ja, safe. Jürgen, dann wird zwar der wichtigste. Ich sollte gegen den dritten Second Space und Prime. Chat, ich gehe gleich auch in-game mit dem Leaker. Ja, so in Brawl Stars habe ich ja, sag ich mal, schon alles erreicht. Also, wenn, dann gibt es noch so kleine Social Media Ziele, 1 Million Abos auf YouTube und so, aber es sind auch nur Zahlen. Also, eigentlich will ich einfach nur ein bisschen davon leben können, ein bisschen vorverdienen, wenn man früher in Rente gehen kann. Ne, meine Ziele, ich würde auch so sagen, also Fortnite ist schon so. Es gab mal eine Zeit, da war Fortnite schon so down. Aber. So, jetzt vor allem seit OG Fortnite draußen ist, es geht so ab die ganze Zeit. Also, das Viewership ist gut, so Preisgelder sind gut, alles läuft eigentlich gut. Und ich würde auch so sagen, ich will unbedingt in meinem Leben noch einmal so diese so Europameisterschaft gewinnen. Das ist so. Ich das Europameisterschaft? Ja, das ist so dieses FNCS, was jede Season einmal gibt. Und das will ich unbedingt einmal gewinnen. Was hast du der Weltmeisterschaft? Oh, Entschuldigung. Ja, ist gut. Weltmeisterschaft, ja, das gibt's auch. Da war ich auch letztes Jahr, da wurde ich so, ich glaube, 20. Ja. Und Europa-Schaft wurde ja jetzt 7. Aber ich will unbedingt einmal gewinnen. Also,
Das ist so das einzige Ziel, was ich noch in Fortnite hat, weil ich, also ich war jetzt schon zweimal Top 3, dreimal Top 5, also Top 10 schon ganz oft auch. Und ich finde, Win hat es ja nie gereicht und das triggert schon vor allem. Weil mein Ziel war nie mit dem Game so irgendwie Content zu machen oder so. Es war halt immer, also jetzt natürlich auch Content, aber so die ersten 4 Jahre vor allem war es einfach nur, ich wollte einfach nur competitive spielen. Ich wollte einfach nur. Ja. Ist das hier gut, was hier? Ja. Nein, ist ein guter Pick, nein, ist ein sehr guter Pick sogar. Ah, geh du mal am besten nach links, das wäre wirklich sinnvoller. Okay. Damit ich einen Jim Curry spielen kann. Ja, genau, so Snake am besten so ein bisschen safe gehen lassen, das ist ganz gut. Aber wie wird man so E-Sporter? Das habe ich mich eh schon mal gefragt. Also hast du einfach nur viel gezockt oder? Mein Fortnite ist einfach so, es gibt Open-Turniere halt, also da musst du dich nicht, da wirst du nicht eingeladen oder so. Und ich habe halt irgendwann mal ein Turnier gewonnen, wurde dann mal Fünfter und dann habe ich mal so, ich glaube, 5 Turniere hintereinander gewonnen, wirklich. Mhm. Und dann wurde es halt immer größer und dann hatte ich so, dann wurde ich ein bisschen schlechter wieder. Und dann haben das die Leute auch gemerkt und dann habe ich so einen Social Media Break gemacht, wo ich dann nichts mehr gemacht habe auf Social Media. Und dann habe ich halt, kennt ihr Mongral? Bestimmt, oder? Ja. Dann habe ich den Cup von ihm gewonnen. Und das hat mich sehr bekannt gemacht, weil ich habe da irgendwie mit 200 Punkten Abstand gewonnen. Crazy. Und da kannst du mich dann wieder richtig krass. Warst du das? Ich hatte mich erst gestern auf der For You Page. Irgendwie, warst du das? Irgendwas mit Schule. Mit was Schule, denn? Ich war irgendein Fortnite-Pro, dass man es so getan hat, als ob er krank wäre und dann Fortnite gespielt hat. Warst du das? Ja, das ist ein paar Mal passiert schon in meinem Leben. Ah, okay, krass. Ja, okay, interessant. Ja, dann sind bestimmt, es ist echt krass, dass ich auch sowas vorgeschlagen kriege. Da muss irgendwie so, wahrscheinlich auch, weil ich Fortnite auch gesucht habe, logischerweise. Ja, okay, mach das. Jamal Ali, achso, ja, du hast wahrscheinlich Jamal Ali gesehen. Der ist verrückt im Kopf, aber der ist, der hat einen Knall. Aber. Wer ist das? Ja, der ist Jamal Ali, der ist ein bisschen ein Troll, so. Weil der macht auf TikTok-Content sehr viel. Ja, okay, da habe ich wahrscheinlich irgendwas auf TikTok gesehen, dann war es nicht so gut. Hm, wieder hin. Ja, ich geh wieder Larry Lowry, denke ich einfach. Bist du schon immer family friendly? Ja. Keine Ahnung, also in der Schule war ich halt auch schon so bekannt dafür, dass ich halt eher ruhig bin und halt eher, keine Ahnung. Die Leute haben immer schon so Spaß gemacht, dass ich mal eine Beleidigung raushauen soll oder so. Ich war immer schon so, ehrlich gesagt, ja. Keine Ahnung. Ach so, krass. Ja, du bist so auch legit einfach offscreen. Du bist so richtig. Aber du beleidigst mich so. Ja, keine Ahnung. Krass. Also mir ist halt einfach sehr wichtig, in meinen Streams halt einfach positiv zu sein. Das ist halt so die Sache. Ja, das ist mir auch oft wichtig, aber bei mir kracht es auch ein paar Mal. Wisst ihr, was mich mal interessieren würde? Was denn? Jonas gegen Reason 1v1. Jetzt Fortnite oder Brawl Stars? Nee, Brawl Stars. Achso, okay. Bin ich so gut? Ich könnte mir vorstellen, ich könnte mir vorstellen, dass du gewinnst. Also. Bin ich so schlecht? Nein, nicht, dass du schlecht bist. Ich denke nur, dass er sehr krass ist, deswegen. Jetzt bin ich echt mal gespannt, ja. Können wir gerne machen. Also, wie viel Erfahrung hast du? Also, hast du schon mal. Was hast du so gepusht? Hast du schon mal einen. Ja, das ist grad Max, so. Das ist grad Max, also. Hast du schon mal so einen 25er oder so gepusht? Ja, ich war mal nah dran, aber das gerade so, glaube ich. Ich glaube, das ist gerade sogar echt mein so höchstes jemals. Okay. Was, 200? Ich denke so. Meint ihr jetzt das da oben links? Oder? Fan. Ja. Achso, nee, da habe ich schon ein paar höhere Brawler. Achso, okay. Ja, mach das mal, ich kommentiere. Ja, okay, wir probieren's. Okay, musst du aber Brawler sagen. Welchen Brawler spielst du? Soll ich einfach den von eben spielen, Snake? Ich würde einen Skill-Brawler nehmen, also wo man wirklich Mechanics braucht, weil Jonas hat die Erfahrungswerte, du hast die Mechanics. Okay. Das wäre, glaube ich, am interessantesten. Ich bin sehr schlecht, ne? Also ich bin schlecht, würde ich sagen, im Game. Ja, so schlecht jetzt auch wieder nicht. Übertragen. Ja, aber nur, ich bin halt nicht auf Pro-Niveau auf jeden Fall, ne? Bei weitem nicht. Also ich würde sagen, einen Sniper, also ich würde entweder sagen, so Piper, Bell. Piper oder Bell, so die zwei würde ich vorschlagen. Okay.
Ich darf dich echt nicht blamieren, ne? Das wäre echt peinlich. Ich mach eine Lobby eben auf. Easy. Ja, ja. Wo sind die? Wo sind die? Wo, Chat? Wo? Man hört auf, mich anzufragen. Give me some sugar. Sorry, Bro. Sorry. Hm? Okay, ich hab einen. Okay, warte. Achso. Sekunde. Ich schon kurz. Darfst du nicht leaken, ne? Ja, das ist die Lobby voll. Okay. Ich warte. Einfach, also ich habe einen Blackstream bis dann. Der Timo, das ist falsch bei mir. Nee, ich hab mich vertippt. Ich glaube, dass sie vertippt bei ihm funktioniert. Ja. Chat, sag mal unbedingt, dass Kato, dass China DM schauen soll von mir, bitte. Basti, danke für die 5 Subgifts, by the way. Sorry, dass ich vorgelesen habe. Und den einen, W's. Dann packe ich dich einmal hier rüber. Okay, ich guck mal, welche Brawler du hast. Kann aber ich den Code jetzt leaken? Nee. Die war nicht voll. Die war nicht, wenn's geht. Also, wobei, jetzt geht's. Doch, kannst du leaken. Jetzt ist egal. Okay. Jetzt passiert nichts mehr. Okay. Swarm, danke für den Prime und Afrotte, danke für den 4. Okay, also ich gehe Piper oder was? Mach mal Piper. Welchen hast du ausgewählt, Reason? Ich hab auch Piper. Die Blonde? Ich hab Piper. Okay. Nehmt mal das erste Gadget, also ihr braucht dieselben Sachen. Ach du Scheiße. Ja. Wenn du jetzt verlierst, ist auf Ernst peinlich. Ja, ich weiß. Also klick einfach auf deinen Brawler drauf und dann das linke Gadget. Oh Mann. Ja. Dann nimmst du Schildgear. Warte mal, krach gerade. Nee, falsch. In der Lobby. Okay, alles gut. This ain't my first rodeo. Warte, wo muss ich denn auf? Geh mal auf die Lobby und dann da draufklicken. Auf da was? auf das gelbe, genau, und dann nimmst du das zweite. Okay, hab ich. Genau, und bei den hellblauen Sachen nimmst du einmal Schild und Schaden. Okay. Okay, hab ich. Sehr gut. Okay, sehr nice. Gut, also ich stehe da nur so rum, mich nicht beachten. Okay, soll ich auf Ernst spielen jetzt, oder? Ja, spiel auf Ernst. Okay. Oh je. Ey, wenn ich jetzt verkacke, ne? Da ist echt peinlich. Ah. Aber merk schon, dass du das Game gezockt hast, auf jeden Fall. Ja, ich weiß schon, was ich mach. Ja, ich merk's. Ja, manche Leute meinten so im Chat, du hast noch nie gespielt, oder? Ja, ich hab's jetzt auch geholt. Nice. Aber Jonas, du spielst das falsche Gadget. Was? Ich darf das Gadget nicht spielen? Oh mein Gott. Ja, sorry, dann kill mich erstmal. Dann kill mich jetzt einmal und dann mache ich ohne Gadget. So, jetzt macht er nochmal Gadget. Ah, so. Okay. Ja, ist ein bisschen no-skill, das Gadget, das stimmt schon. Ja, okay, also du spielst auf jeden Fall nicht, wie jetzt irgendwer, der gerade erst angefangen hat. Ja. Oh. Ja, ist so gut. Ja, gut, er hat auch von dir. Das ist halt Ult. Oh je. Yeah. Was bringt die Ult, Chat? Boah. Ja, du hast recht, es ist ein spannendes Duell, auf jeden Fall. Ja, dachte ich mir nämlich schon. Muss er gleich, muss immer gleich gegeneinander noch machen. Das will ich auf jeden Fall auch sehen. Ja. Wir gegeneinander? Ja, safe. Das ist easy. Also, müssen wir nicht. Können auch, also. Doch, ihr macht das. Also, außer du willst natürlich nicht. Doch, wir machen also. Was? Okay. Nee, du spielst aber auf jeden Fall sehr gut. Danke. Oh, guter Hit von dir. Oh, 1-1. 1-1. Warte, ist die Runde 20 Sekunden vorbei? Ja, jetzt ist es kurz vorbei. Jetzt muss ich mal offensiv gehen. Das jetzt! Das war's nicht. Oh! Vielleicht doch? Oh! Das gibt's nicht! Bitte! Nein! Oh, ich sag ehrlich, ich hab mich schon ein bisschen verletzt. Crap! Ja. Oh. Okay, wollen wir Double or Nothing? Also Rematch? Ja, lass. War selber Brawler? Ja, selber Brawler. Okay. Ja, dann will ich auf jeden Fall mal Snake gegen dich sehen.
Also Snake ist wirklich next level. Ich habe gegen Snake irgendwie so 0 zu 8 verloren oder so. Glaube ich auch. Das sieht das auch schon. Vielen Dank für Prime. Okay. Ja, die Runde muss besser spielen. Ja, das ist ein Blue Star am besten. Machst halt gute Hits, ne? Muss wirklich sagen. Das war ja zu aggressiv zum Beispiel. Ah, wir treffen uns beide ganz gut. Ja, das müssen wir halt erstmal healen, das ist das Ding immer. Der Junge, wie Snake da an der Seite steht einfach, hä? Ich schaue gespannt zu. Schöner Hit von dir. Ja, das ist immer so das Ding, ne? Wenn du halt einen Hit hast. Oh, das machst du gut. Oh, aggressiv. Das war ein guter Try. Crap. Oh, jetzt bist du halt. Ja, aber du triffst auch gut, du triffst auch gut. Junge, Piper ist immer so ein Ding. Ah, du dodgst auch gut. Was? Also du hast ja schon so ein bisschen das Movement, das merkt man schon, das ist schon... Ich bin gerade echt am Tryhard, muss ich sagen. Ich merk's. Oh. Kleiner Pro-Tipp, Rezone, versuche immer direkt Double-Taps zu machen, also zwei hintereinander zu hitten. Stimmt, stimmt. Nicht immer nur einen. Okay. So krieg ich keine Pro-Tipps. Oh, ja, aber wirklich schon sehr, sehr gut von dir. Ich muss gewinnen einmal. Oh mein Gott. Die hat immer so wenig Munition, das triggert mich. Ja, ich will einfach schießen, Mann. Kann doch nicht sein, hey. Dann spielen wir gleich B, weil die hat unendlich Munition. Ja. Okay, ja. Nicht probiert, Glück gehabt. Ich war die ganze Zeit fuck, Bro! UMB, danke für den Prime. Ich hoffe, dass du keine Erfahrung hast. Echt nicht schlecht. Danke, danke, danke. Okay, Bier. Hab ich den? Also ist der. Hat man den immer? Ist episch. So ein Bienenbrawler. Ja, wahrscheinlich schon. Wow, naja, hier, ich hab ihn natürlich. Oh, nimm mal. Machst du mal? Das linke Gadget. Das obere und das linke? Ja, hab ich. Das grüne. Beim grünen das linke. Ja. Genau, bei dem gelben das rechte. Ja. Und dann wieder Shield-Schaden. Also wie eben. Oh, das ist ein geiler Vorschlag. Mach dann 1 gegen 2 gegen Snake. Oh, das machen wir ja, noch. Das ist echt eine gute Idee, ja. Jetzt oder erst danach? Lass noch einmal 1 plus 1 und dann danach. Ja. Und dann nochmal 1 plus 1, ihr beide auf jeden Fall. 1 plus 1 ist echt eine geile Idee. Also, hab ich das richtig gegadget? Ich hab Sofortaufladung. Und ich hab das zweite Gadget und das. Was soll ich nehmen? Plus 1. Musst du sagen, Snack? Soll ich so lassen? Hallo? Du spielst auch gar nicht, oder? Achso, ihr spielt. Okay, okay. Let's go, ja. Das war jetzt easy. Ist das hier egal, welches Level mein Brawler ist? Ja, das ist alles gleich. Oh, okay. Oh, jetzt bin ich sehr gespannt, ey. Sag ich ehrlich. Junge, guck mal, wie du schon movest, ne? Dieses Gewackel einfach. Oh, Mann. Oh. Okay. Oha, oha. Ah, stark. Aber er hittet, also so ist nicht. Also er hittet irgendwie. Auf jeden Fall. Was bringt das Grüne? Was meinst du mit Grün? Diese grüne Attacke unten. Also was macht die bei mir? Oha. Da ist so ein Gadget hin, damit kannst du einen Schuss blocken ganz gut. Ach so, die Fähigkeit. Ja. Ach so, das meinst du. Ja. Oh, das ist low. Jetzt Gadget drücken? Ja, schade. Man hätte so einen Schuss blocken können. Falsche Star Power schreiben Leute bei mir. Wahrscheinlich nicht, oder? Ich weiß nicht. Muss mal treffen, dann kann ich dir sagen. Du musst mal treffen. So, nein, so war das nicht gemeint. So war das nicht gemeint, Ich glaube, er hat die Schild, er hat die andere, aber die ist auch besser bei ihm, glaube ich dann. Na, er hat auch die Schild, Ja, der ist richtig, ja. Du musst mal treffen, Junge.
Ah. Nein, so war das nicht gemeint. Der Junge hat 30 mal mehr Talent als ich. Junge, ja, das ist ja, so. Gut, alles gut. Hab ich schon verstanden. Oh nein! Oh, ich hab shit! Nein, sorry. Shit. Ja, das war die Ult auf mir, weil er geht auf den nächsten Gegner. Ich geh mal ein bisschen weiter weg. Kann man hier dran hacken? Also, hacken? Ja, kannst Dinge? Du, kannst scripten. Also ist gebannt. Ja, klar. Boah, Junge. Ja, war knapp, ne? Ja, das ist dein zweitwichtigsten. Oh, ja, ich will noch mal gegen dich. Jonas. Nochmal gegen mich? Ja, ich will gegen Jonas einfach nochmal. Ich glaube, ich kann gegen gewinnen. Ja, du kannst eh gewinnen. Also die Leute machen sich total über mich lustig, weil ich so schlecht wäre. Also so schlecht bin ich jetzt.